Erich Vetter hat seinen Geburtstag, im 65. Geburtstag zum Anlass genommen für seinen Rücktritt. Ich feiere jetzt in einem Monat circa meinen 65. Geburtstag. Auch ich möchte mit diesem Datum das Amt des Bürgermeisters in jüngere Hände legen. Ich werde am 2. November als Bürgermeister zurücktreten und aus dem Gemeinderat ausscheiden. Ich habe schon bei den letzten Wahlen im Jahr 2007 gesagt, bei Hofen 2015. Für mich war es immer ein Stichpunkt, was passiert in Bad Hofen bis 2015 wird. Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt. Die Weichen für die Nachfolgen wurden bereits gestellt. Das wird aber der Gemeinderat entscheiden müssen in den nächsten zwei Wochen, innerhalb der nächsten zwei Wochen, wer Nachfolger wird. Die Parteigremien werden doch da. Dabei möchte ich nicht vorgreifen. In diesem Sinne möchte ich allen, die mitgearbeitet haben am Bad Hofen 2015 und das umgesetzt haben in den letzten 16 Jahren, was da hier steht, herzlich danken. Ich möchte auch der Presse danken für die immer wieder Berichterstattung, weil es auch notwendig ist, dass die Bevölkerung hier mit eingebunden ist, dass sie weiß, was kommt, dass sie weiß, was geschehen ist. Und das hat mich immer gefreut, dass ich hier mit der Presse auch ein sehr gutes Einvernehmen gehabt habe. Ja, eins möchte ich gleich vorwegnehmen, wenn die Frage ist, und was ist jetzt? Ich habe in den letzten Jahren doch die Familie sehr in den Hintergrund stellen müssen. Es tut mir sehr leid, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nicht so viel Zeit hatte, wie es notwendig wäre. Ich habe jetzt ein Enkelkind, das mir wahnsinnig viel Freude macht. Auch die Familie hätte gerne, dass ich wieder mal ein bisschen mehr Zeit für sie habe. Ich bin nach wie vor Präsident der österreichischen Naturparke. Das sind 48 Naturparke von Tirol bis Burgenland. Die unheimliche Arbeit, sie ist ein rein ehrenamtlicher Posten, die unheimlich viel Arbeitsaufwand geben, und ich werde heuer höchstwahrscheinlich, das kann ich hier schon sagen, im 7. November wieder zum Präsidenten gewählt werden, eine weitere drei Jahre. Und ich habe da auch in den letzten paar Wochen alleine 4, 5 Termine absagen müssen, weil es nicht möglich war. Und es wird mir in Zukunft dadurch möglich sein, mich hier vermehrt auch darum noch zu kümmern. Also hier hätte ich ein großes Betätigungsfeld, wo mir sicher auch nicht fad wird. In diesem Sinne mache ich mir darum, also ehrlich gesagt, keine Gedanken.